Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe SG 09 Watt TV. Die SG 09 heute zu Gast im Wiedenbrücker Jahnstadion beim SC Wiedenbrück. Faratoku versucht den dritten Sieg in Folge mit folgender Startelf zu erreichen. Müssen leider verletzungsbedingt auf Jeffrey Obst verzichten. Ihn wird Werder Bingolf verteidigen. Manu Klovac kommt wieder zurück. Dafür müssen wir auf den gelb gesperrten Jobo Jamba verzichten. Und Steve Tunga ersetzt heute Demir Tumbo, der auf der Bank zunächst Platz nehmen wird. Zwei Siege in Folge haben wir geholt. Heute wollen wir den dritten Dreier holen, um auch am SC Wiedenbrück nochmal ranzurücken. Schauen wir auf die Highlights. SC Wiedenbrück gegen SG 09. Im ersten Durchgang, beide Mannschaften neutralisierten sich mehr oder minder komplett. Wenig Torgefahr auf beiden Seiten. In der dritten Minute allerdings hier guter Ballgewinn von Serdar Bingöl auf Jonas Erwig Drüppel. Dringt in den Strafraum ein, Schussmöglichkeit, wird dann im allerletzten Moment vom Wiedenbrücker geblockt. In der achten Minute auf der Gegenseite die erste gefährliche Aktion der Wiedenbrücker. Über die linke Seite, über Rogowski. Der mit dem Flankenball und am zweiten Pfosten steht Hüsing und der setzt den Ball glücklicherweise auf das Tornetz. Das war es schon aus den ersten 45 Minuten. Dementsprechend springen wir rein in die zweite Hälfte, die deutlich offensiver von beiden Mannschaften geführt wurde, aber auch deutlich giftiger. In den Zweikämpfen ging es jetzt rigoroser zur Sache. Erste gefährliche Aktion. Wenige Minuten nach der Pause hier über die linke Seite der SC Wiedenbrück bringt da Bjukskaraja in Position. Der Schuss geht an den Innenpfosten. Glück für die SG 09 in dieser Sekunde. Praktisch im Gegenzug die gefährliche Situation. Der 09er die Antwort über Matze Tietz. Jonas Erwig Drüppel erneut Matze Tietz. Toller Pass auf Berkan Cabulut. Und dann steht es 1:0 für die SG 09. Doch der Schiedsrichter gibt den Treffer nicht. Abseitsposition will er da gesehen haben. Wohl eine Fehlentscheidung. Wie bereits erwähnt, wurde es jetzt deutlich ruppiger in der zweiten Halbzeit. In der 56. Minute diese Szene. Zunächst der SC Wiedenbrück im Angriff. Dann passt Jonas Erwig Drüppel hervorragend aus, kann der ersten Grätsche ausweichen, der zweiten auch noch. Und dann wämst ihn Yannick Geißler um und für uns eine klare rote Karte, denn er hatte nie eine Chance, den Ball zu spielen. Doch Schiedsrichter Schäfer gab leider in dieser Szene nur die gelbe Karte. Diese Fehlentscheidung war aber so etwas wie eine Initialzündung für die 09er, denn sie hatten dann ihre beste Phase in diesem Spiel, setzten die Wiedenbrücker früh unter Druck, die sehr, sehr abwartend nun spielten. In der 67. Minute dann diese Szene, Hölscher, klein, klein spielen die Wiedenbrücker da und dann dieser Fehlpass, Manuel Glovac passt hervorragend auf, spielt den Ball quer und Matze Tietz erzielt das 1:0 in der 67. Minute für die SG 09. Riesenjubel bei den 09-Fans, knapp 100 09er hatten sich auf den Weg nach Ostwestfalen gemacht und die 09er, wie gesagt, dann mit ihrer besten Phase einfach. Sie verdienten sich hier den Führungstreffer. Starker Ballgewinn von Steve Tunga. Der Pass auf Manuel Glovac. Dessen Schuss wird abgefälscht. Und der knet knapp am Tor vorbei, beziehungsweise streift leider den Außenpfosten. Es sah also gut aus. Es sah nach dem dritten Sieg in Folge für die 09er aus. 12 Minuten bis zum Ende fehlten noch. Wiedenbrück versuchte zwar zu kämpfen, dann hier dieses klare Foul an Adi Schneider, nicht geahnt, ahndet und dann der Ausgleichstreffer von Aygün Yildirim in der 78. Minute. Was für eine bittere Pille für die SG 09 nach dieser Fehlentscheidung von Schiedsrichter Schäfer. Doch das war 6 Minuten später alles Makulatur, als es zu diesem fürchterlichen und tragischen Zusammenprall zwischen Steve Tunga und Matze Tietz kam. Es folgten zunächst natürlich schreckliche Szenen, auf die wir hier natürlich nicht eingehen wollen, beziehungsweise nicht zeigen wollen. Das ganze Stadion machte sich große Sorgen um Steve Tunga und vor allen Dingen natürlich auch um Matze Tietz. Glücklicherweise im Nachhinein wissen wir, beiden Jungs geht es schon wieder deutlich besser, mussten eine Nacht im Krankenhaus bleiben und werden hoffentlich schnellstmöglich wieder auf dem Platz stehen. Sehr, sehr schön natürlich die Geste dann von beiden Teams, die die letzten Minuten so vollendeten.
ließen den Ball nur noch in den Reihen laufen und nach 6 Minuten pfiff Schiedsrichter Schäfer diese Partie ab. 1:1 der Endstand. Auf Interviews mit den Spielern verzichteten wir. Nichtsdestotrotz die Stimmen der beiden Trainer. Ja, hallo erstmal zusammen. Ich glaube, ja, nach so einem Unfall, glaube ich, ist es auch schwierig, die richtigen Worte zu finden, gerade wenn es dann auch die eigenen Jungs sind von mir. Dann ist es natürlich nicht so schön, muss man auch erstmal die Bilder verarbeiten, die man da auch vom Platz gesehen hat. Das war natürlich nicht so schön. Ich glaube, ich möchte keinen einzigen Satz über das Spiel verlieren, weil ich glaube, dass da jeder Satz auch zu viel ist nach so einem tragischen Unfall. Ich wünsche mir nur, dass da nichts Ernsthaftes ist und nichts Dramatisches, weil es sah schon nicht gut aus. Und ja, wünsche den meinen Jungs dann, dass sie dann schnell wieder auf die Beine kommen. Und das, was die beiden Mannschaften danach gezeigt haben, kann man nur sagen, kann man nur beglückwünschen, weil es auch noch andere Werte gibt, außer Fußball und außer Ergebnisse. Wir streben immer alle nach Siegen oder nach Niederlagen und das ist immer im Fußball ganz wichtig. Ich glaube, dass heute ganz was anderes wichtig war und das, was die beiden Mannschaften gezeigt haben, zeigt von Größe. Und bin auch froh, wenn wir dann ja auch alle wieder zurück sind. Natürlich bin den Gedanken nicht bei meinen Jungs. Ich schließe mich dem an. Also wie gesagt, das Einzige, was ich auch sagen möchte, ist, dass ich hoffe, dass es dem Jungen wieder schnell gut geht, dass nichts Schlimmes wirklich da jetzt, also noch schlimmer ist, als es schon aussah. Und wir drücken da alle Daumen, Fahrrad dem Jungen und unsere besten Genesungswünsche nochmal auf diesem Wege. Dann, wie gesagt, zum Spiel brauchen wir gar nichts sagen. Das danach hat Fahrrad auch schon gesagt, es gibt deutlich wichtigere Sachen als Ergebnisse zu erzielen oder ein Fußballspiel zu gewinnen. Und da ziehe ich den Hut vor allen Beteiligten, die das dann auch gezeigt haben, auch vor den Zuschauern, die das respektiert haben und dann auch da applaudiert haben. Also ich glaube, das war die einzige Reaktion, die wir zeigen konnten und das war auch die richtige Reaktion. Deswegen dem Jungen alles Gute, wie gesagt, alle Genesungswünsche und das war's.